Die Strafen, die uns in Fatima angekündigt worden sind, sind noch nicht eingetreten. Und glauben Sie nicht auch, dass es an ein Wunder grenzt, dass es noch nicht so ist? Hier ist das Programm Pater Pio. Mein Name ist Paul Oldenburg und wir erfahren Sie alles über diesen großen Heiligen und wie er Ihr Leben heute verändern kann. Pater Pio hat einen Brief geschrieben an Pater Agostino, seinen Seelenführer, und dort berichtet er von einer Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus und über das, was er gesagt hat. Und das hat sehr viel mit heute zu tun und das ist das Thema von heute. Kennen Sie dieses Spiel mit diesen nummerierten Punkten? Ein Blatt Papier, da sind nummerierte Punkte drauf und früher mussten wir dann den Stift nehmen und diese 1, 2, 3, die Punkte verbinden bis 35 und dann gab es ein Bild und dieses Bild konnten wir verstehen. Ich denke, heute ist es ähnlich und wenn Sie sich das anschauen, was wir haben an Punkten, dann müssen wir diese Punkte verbinden und dann kriegen wir ein Bild und daraus müssen wir eine Konsequenz ziehen. Daraus müssen wir eine Folgerung haben und das muss Konsequenzen für uns haben, für unser eigenes Leben, aber auch für unsere Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, und wahrscheinlich bin ich nicht allein, Sie wahrscheinlich auch, dass die Menschheit, die Menschen um uns herum, nicht sehen wollen, was für Punkte sie verbinden sollen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Fatima 1917, unsere liebe Frau von Fatima, erscheint diesen kleinen Kindern und ist traurig darüber, dass die Welt sich von Gott abgewandt hat und ihn nur beleidigt. Sie im Juli 1917, in der Erscheinung vom Juli 1917, zeigt sie den Kindern die Hölle, wo die Menschen hineinkommen, die Gott beleidigen und die sich nicht bekehren wollen. Sie droht uns Strafen an für den Fall, dass wir uns nicht bekehren. Nicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern noch etwas viel Schlimmeres, etwas viel Größeres, was kommt. Und das ist die Konsequenz, dann sagt sie, dessen, dass die Menschheit sich nicht bekehrt hat. Haben wir uns bekehrt? Haben wir daraus gelernt, was sie uns gesagt hat? Haben wir es überhaupt nötig gehalten, das irgendwie aufzunehmen und zu verarbeiten? Sie können das selber beantworten. Abtreibung ist quasi legal. Sie können Kinder töten bis zum letzten Moment, wie sie möchten, in fast allen Ländern. Die EU hat gerade jetzt gefordert, dass die Abtreibung völlig freigegeben werden soll. Es ist überhaupt gar keine Strafen, auch nur überhaupt nachgedacht wird, dass es Strafen gibt. Dann die ganze Gender-Debatte. Die Natur, wie Gott sie geschaffen hat, wird geleugnet. Es soll nicht Mann oder Frau geben, sondern alles Mögliche, aber außer Mann und Frau. Eltern werden nicht mehr Mutter und Vater heißen, sondern was auch immer, Eltern 1, Eltern 2. Alles das, was die Schöpfung uns präsentiert, wird auf den Kopf gestellt und auf uns wird eingedroschen, die nicht mitlaufen. Der totale Hedonismus macht sich breit und auch die Lockdowns zeigen, dass und diese ganze Corona-Krise zeigt, dass wir nicht lernen, dass das schon der Anfang ist, womöglich einer größeren Strafe, die auf uns wartet. Denn anstatt darüber nachzudenken, was wir tun, wird in jedem Moment, wo es etwas Freiheit gibt, völlig ausgelassen, in irgendeiner Weise weitergefeiert. Wenn wir in die Kirche gucken, die Priester, Kardinäle, Bischöfe, Kardinäle, die unterstützen teilweise noch die ganze Gender-Geschichte, die ganze widernatürliche Geschichte, die damit verbunden ist. Teilweise sind sie nicht mal mehr gegen Abtreibung, sondern lavieren herum und sagen, in gewissen Fällen ist das sogar erlaubt. Diejenigen, die eigentlich Jesus am nächsten stehen. Und wir werden gleich hören in dem Brief, was er zu denen zu sagen hat. Und ansonsten Sakrilegien in den Kirchen, Profanation, Angriffe auf alles Christliche. Sie sehen sich um und sie wissen selber, was passiert. Das sind einige Punkte, die wir zusammenziehen sollten. Jetzt kommt ein weiterer dazu. Die großen Katastrophen, die über uns hereingebrochen sind in der letzten Woche, um den 20. Juli herum. Der 20. Juli ist der Gedenktag des heiligen Elias. Der große, der wenn nicht der größte Prophet vor Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, der die
Baals Priester hat alle umbringen lassen, weil sie die Menschen verführt haben. Und dieser heilige Elias, seine Zeichen sind Feuer und Wasser. Und Feuer und Wasser haben gewütet um den 20. herum, auf dem gesamten Globus. Die englische Tageszeitung, der Telegraph, musste gar nicht, aber hat auf jeden Fall getitelt: Auf 4 Kontinenten gleichzeitig Jahrhundertfluten, Jahrhundertbrände und das alles um den 19. 20. herum. In China, in Neuseeland, in Russland, in den USA, in Europa, Deutschland und Belgien, teilweise in Frankreich. Und jetzt geht es in dieser Woche schon wieder munter weiter. Ein weiterer Punkt. Wir können sagen, die ganzen Wissenschaftler werden jetzt sagen, nein, das ist alles, das hat alles mit dem nichts zu tun. Natürlich, das sind reine Zufälle und das ist alles etwas, was mit irgendwelchen Systemen zu tun hat, die jetzt zufälligerweise aufeinandertreffen. Aber wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die Gott geschaffen hat, und Gott hat auch die Naturgesetze geschaffen und er hat Einfluss darauf. Und er kann sie außer Kraft setzen, wie wir wissen von Pater Pio selber, der mit der Erlaubnis Gottes natürlich das uns immer wieder gezeigt hat, dass er die Naturgesetze komplett außer Kraft setzen kann. Ein weiterer Punkt, der heilige Elias und die Katastrophen. Mein Vater duldet nicht länger die Undankbarkeit der Menschen, sagt Jesus zu Pater Pio. Und damit kommen wir zu dem Brief. Und zu dem letzten Punkt, den wir in unser kleines Bild hineinnehmen. Pater Pio schreibt an Pater Augustino: Hör, mein Vater, die gerechten Klagen unseres allerliebsten Jesus. Mit welcher Undankbarkeit, so Jesus, wird meine Liebe von den Menschen vergolten? Ich wäre von diesen weniger gekränkt worden, wenn ich sie weniger geliebt hätte. Jesus kann aber nichts anderes als lieben. Das ist er. Er ist die Liebe und von ihm geht die Liebe aus. Und weil er liebt, können wir überhaupt irgendwie lieben. Sonst könnten wir das ja gar nicht. Jesus sagt, mein Vater will sie nicht länger ertragen. Wir sprechen um das Jahr 1920. Am liebsten würde ich aufhören, sie zu lieben. Aber hier verstummte Jesus und seufzte und dann fuhr er fort. Aber ach, mein Herz ist zum Lieben gemacht. Er kann nicht anders. Seine Liebe ist so groß, dass er sie nicht einmal wegnehmen kann. Die feigen und schwachen Menschen tun sich gar keine Gewalt an, um die Versuchung zu überwinden. Sie ergötzen sich geradezu an ihrer Bosheit. Wir sind aufgefordert, unseren Willen so stark zu machen, dass wir die Versuchungen, die immer auf uns kommen, die nicht von uns weggenommen werden, den Versuchungen sind wir immer ausgesetzt, aber sie zu überwinden ist auch eine Frage des Willens, natürlich neben der Gnade. Aber wenn wir den Willen nicht haben, dann bitten wir, wie Pater Pio immer wieder gesagt hat, gib mir die Gnaden, damit ich den heutigen Tag vernünftig und richtig und gut überleben kann. Und dazu gehört die Gnade, dass ich einen starken Willen habe, immer im Moment der Versuchung diese Versuchung zurückzuweisen und uns nicht zu ergötzen an der Bosheit, an unserer eigenen, die dann hervorkommt. Jesus weiter: Die von mir am meisten bevorzugten Seelen verlassen mich, wenn sie einer Prüfung unterzogen werden. Die Schwachen geraten aus der Fassung und ergeben sich der Verzweiflung anheim. Die Starken erschlaffen nach und nach immer mehr. Die am meisten bevorzugten Seelen, da spricht er natürlich auch über seine Priester. Jesus weiter: Sie lassen mich allein in der Nacht, allein am Tag in den Kirchen. Was können wir daran ändern, indem wir, so oft es geht, zum Allerheiligsten gehen, so oft es geht, eine Kirche besuchen und Jesus im Allerheiligsten anbeten, ihn begrüßen, ihn zu trösten, weil wir wissen, wie es um sein Herz steht. Das ist vor 100 Jahren, heute ist es nicht besser zumindest. Jesus weiter: Sie kümmern sich nicht mehr um das Altarsakrament. Nie wird von diesem Sakrament der Liebe gesprochen. Und auch jene, die davon reden, ach, mit welcher Gleichgültigkeit, mit welcher Kälte. Mein Herz ist vergessen.
sein Herz, die Quelle aller Gnaden, die Quelle der Liebe, die Quelle der Barmherzigkeit. Alles, was hier geschieht, ist Barmherzigkeit. Ich darf immer wieder daran erinnern, dass wenn wir von Strafen sprechen, dann ist das eine als Strafe empfunden, aber Pater Pio legt Wert darauf, alles, was uns hier geschieht, ist Barmherzigkeit. Immer haben wir noch die Möglichkeit umzukehren. Die Strafe werden wir erfahren später. Niemand, Jesus weiter, niemand kümmert sich mehr um meine Liebe. Ich bin immer betrübt. Mein Haus ist für viele ein Vergnügungstheater geworden. Und das sagt er am Anfang des Jahrhunderts. Wenn wir doch heute diese vielen, vielen fürchterlichen Entgleisungen haben, die wir in den Messen sehen oder auch bei den Menschen, die sich nicht mehr darüber im Klaren sind, dass sie sich in einer Kirche befinden und dass dort in der Mitte im Tabernakel unser Herr ist und dass sie sich benehmen wie in einer Kneipe. Sogar meine Diener, auf die ich immer mit großer Vorliebe geschaut habe, die ich wie meinen Augapfel geliebt habe, die doch mein mit Bitterkeit gefülltes Herz trösten müssten, die mir bei der Seelenrettung helfen müssten, jedoch wer würde es glauben, sogar von diesen ernte ich Undank und Verachtung. Es ist unser Herr, der da spricht. Pater Pio hat das aufgeschrieben und er spricht selber so über seine Priester. Ich sehe, mein Sohn, viele darunter, die, hier verstummte er, schluchzten, schnürte ihm die Kehle zu, er weinte im Geheimen, die mich in heuchlerischer Verstellung mit sakrilegischen Kommunionen verraten und dabei die Erleuchtungen und Stärkungen, die ich ihnen fortwährend schenke, mit Füßen treten. Die sakrilegischen Kommunionen sind die, die im Stande der schweren Sünde begangen werden. Und insbesondere hier denken wir an die Diskussion um die Politiker, die, obwohl sie katholisch sind, eine Politik der Abtreibung und der anderen Dinge, die gegen die Natur sind, propagieren und trotzdem zur Kommunion gehen. Jesus fährt fort zu klagen. Lieber Vater, wie schlecht fühle ich mich, wenn ich Jesus weinen sehe, sagt Pater Pio. Haben Sie das auch schon erlebt? Mein Sohn, fügte Jesus noch hinzu, ich brauche Opfer, um den gerechten göttlichen Zorn meines Vaters zu besänftigen. Erneuere mir das Ganzopfer deiner selbst und tue es ohne jeden Vorbehalt. Jesus spricht hier vom Zorn seines Vaters, was jeder heute absolut ablehnen würde, dass Gott überhaupt zornig sein kann gegen uns, seine Kreatur. Aber er spricht davon. Und er braucht Opfer, damit der Zorn seines Vaters besänftigt wird. Und das fordert er von Pater Pio. Ich habe ihm mein Leben erneut zum Opfer angeboten, mein Vater, sagt Pater Pio. Und wenn ich in mir ein wenig Traurigkeit empfinde, dann einzig beim Betrachten des Gottes der Schmerzen. Wenn ihr könnt, so Pater Pio weiter, versucht Seelen zu finden, die sich Gott als Opfer für die Sünde anbieten. Jesus wird euch helfen. Ist das nicht auch ein Aufruf an uns, alles, was uns möglich ist, zu geben für ihn, damit sich die Seelen bekehren? Und es gibt viele, die auf dem Weg in den völligen Verlust ihres ewigen Lebens sind und denen wir helfen können, wenn wir uns anbieten als Opfer. Jeder auf seiner Stufe. Natürlich als ein Opfer, so wie Pater Pio sich angeboten hat, das ist uns allen nicht gegeben, weil wir nicht die Gnaden dazu haben. Auf jeden Fall die meisten von uns nicht wahrscheinlich. Aber jeder in seinem Bereich, in seiner Familie, als Vater, als Mutter, auch als Kind, gegenüber den Eltern, gegenüber den Lehrern, den Freunden, sich so zu verhalten, dass wir als Zeugen auftreten dessen, was Jesus von uns gewollt hat, oder der Person, so wie er uns gewollt hat. Er hat einen Plan, für jeden hat er einen Plan. Und diesen Plan hat er im Zusammenhang mit einer Gesellschaft, die als allererstes auf Gott schaut und seinen Gesetzen folgt. Und wenn jeder in sich anfängt, genau das zu tun, sich ausrichtet auf Gott und dadurch strahlt, dann werden wir etwas verändern. Und Pater Pio kann uns dabei helfen mit seinem Blick. Sie wissen, was jetzt kommt. Bestellen Sie hier das Bild auf der Website. Hier kommt ein Link und den können Sie anklicken und dort finden Sie das Bild, was Sie um sich herum verteilen,
damit dieser Blick Pater Pius die Menschen trifft und sie beginnt zu verändern in die Richtung, in die wir sie verändern müssen. Nicht wir tun das, natürlich nicht, sondern jeder muss das für sich selber tun, aber mit der Gnade wird es einfacher. Und wir müssen uns, und das ist der einzige Ausweg, um dieser großen Strafe zu entkommen, ist der einzige Ausweg unsere Bekehrung und die Bekehrung der ganzen Gesellschaft. Und nur wir können das machen, wer soll das sonst tun? Die Kirche macht es, indem sie durch die Sakramente die Gnaden gibt. Und wir können unseren kleinen Teil dazu beitragen, indem wir kleine Anstöße geben. Und Pater Pio ist unser Verbündeter dabei. Wenn Sie noch das Gebetsbüchlein nicht haben, bestellen Sie das Gebetsbüchlein. Mit der Telefonnummer hier können Sie das machen. Rufen Sie an 0436 36 559 888 und bestellen Sie dieses Gebetsbüchlein. Helfen Sie mir bei der Verbreitung dieses Apostolates. Denn wenn wir diese Punkte zusammenfügen, das, was Jesus gesagt hat, Fatima, und das, was wir an Katastrophen gerade haben, ein Katholik, ein Christ tut die Dinge zusammen. Denn es ist nicht so, dass wir ein privates Leben mit Religion haben und alles andere spielt keine Rolle oder ist getrennt davon. Wir leben in der Welt, die Gott für uns geschaffen hat, und da hängt alles zusammen. Und da kann noch so viele Wissenschaftler kommen und sagen, nein, das ist alles dummes Zeug. Am Ende müssen sogar die selbst sagen, dass sie Dinge sehen, die sie gar nicht erklären können. Und dann kommen sie vielleicht dazu, dass sie sagen, naja, vielleicht gibt es doch ein ordnendes Wesen da, das diese Dinge beeinflussen kann. Wir wissen, dass es so ist. Und das Einzige, was hilft und was uns rettet, das sind keine Lockdowns und das ist nicht irgendwelche riesigen Impfkampagnen und der Zwang, der auf uns ausgeübt wird, in irgendeine Richtung zu gehen, sondern das ist unsere Bekehrung. Und wir können nur so unsere Gesellschaft retten, indem wir einer tiefen Bekehrung Vorschub leisten und helfen, dass die Menschen sich bekehren können. Pater Pio ist ein Weg und den können wir gehen und mit ihnen schaffen wir das, dass wir zumindest ein wenig diese Hoffnung in diese dunkle Zeit hineinbringen und ich bin sicher, dass Sie mir dabei helfen werden. Und wenn Sie noch kein Pater Pio Schützling sind, schauen Sie in die Beschreibung unterhalb des Videos, dort können Sie sehen, wie Sie Pater Pio Schützling werden, mit einer regelmäßigen Unterstützung für dieses Apostolat, damit wir wachsen und zwar schnell wachsen können. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.